So, dann wird die Küche hier mal wieder richtig schön sauber. So ein Frühjahrsputz ist echt wichtig. Mama, was machst du da? Ich putze den Tisch, ich mache Frühjahrsputz. Papa ist auch schon draußen und fegt die Terrasse und den Pool. Oh, können wir helfen gehen? Natürlich, wir können jede Hilfe gebrauchen. Hallo Papa. Hallo Kinder. Können wir dir helfen? Ja, können wir sehr gut helfen. Wir müssen eben noch die Gartenmöbel von der Poolterrasse wegmachen. Da können wir da gut wischen. Okay, wir helfen dir. Danke Kinder, dass ihr mir helft. Das machen wir doch gerne. Danke Kinder, dass ihr mir geholfen habt. Ihr könnt mir noch mehr helfen, indem ihr noch helft, diese Poolterrasse zu putzen. Ja, das helfen wir auch. Wir wollen doch auch, dass es schön sauber ist. Aber Papa hat doch viel zu wenig Besen. Einer von euch beiden kann den kleinen Besen und die kleine Schaufel nehmen. Okay. Ich muss zugeben, es macht sogar ein wenig Spaß. Ja, das finde ich auch, wenn ihr mir helft natürlich. Papa, ist gut, wenn ich noch diese Treppen hier putze? Ja, das ist gut. Danke fürs Helfen, Kinder. Bitte gerne. Wir gehen jetzt wieder reinspielen. Okay, viel Spaß. Ich putze jetzt noch den Pool. Okay, mach das. So, jetzt muss ich nur noch hier in der Küche staubsaugen. Da bin ich hier unten auch schon fertig. Oh Mann, der Pool ist echt verschmutzt. Den muss ich, glaube ich, nass reinigen. Aber zuerst nehme ich die ganzen Äste raus. So, dann kann ich den Pool jetzt nass reinigen. So, jetzt muss es ein bisschen einwirken. Dann nehme ich jetzt schon mal das Holz hier mit und kann auch schon mal die Gartenmöbel wieder hinstellen. Ah, super, jetzt kann ich mich hier ein bisschen hinlegen und Zeitung lesen. Ah, das war richtig anstrengend. Ich kann jetzt wirklich mal ein bisschen Zeitung lesen. Ich war jetzt den ganzen Tag hier am Arbeiten. So, jetzt habe ich endlich das ganze Haus geputzt. Jetzt gehe ich kurz raus, schauen, wie es bei Patrick schon aussieht. Das glaube ich ja nicht. Der pennt einfach. Patrick, wach auf! Was ist denn jetzt los, Nora? Man muss jetzt immer einschlafen draus. Du wolltest doch den kompletten Pool reinigen. Ach, der muss noch erst einwirken. Ja, vor einer Stunde vielleicht hätte der einwirken müssen. Aber jetzt ist er schon lang fertig. Oh, ich bin wahrscheinlich eingeschlafen. Ja, bist du. Habt ihr auch schon Frühjahrsputz gemacht? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und schaut doch gerne mal bei Familie Playmobil Geschichten für Kinder vorbei. Und ja, abonniert doch gerne diesen Kanal und gebt diesem wieder einen Daumen nach oben. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.